So, was soll ich hier spielen? Ich überlege gerade, eine Dagula zu nehmen. Habe ich jetzt eine Weile nicht so viel gespielt, aber gegen so viele Melee-Helden ist das gar nicht schlecht. Only 10 seconds. Und Timbersaw finde ich jetzt nicht so geil 5 seconds. irgendwie. Hurry, hurry. Magnus. Ich mag das ganz gern mit Terrorize. Schreiben wir es auch mal, komm. Es hat gut gegen alle drei Ultis. Es ist gut gegen Patch, Dismember. Es ist gut gegen Faceless Void in seiner Chrono, wenn ich nicht gefangen werde. Und es ist gut gegen Monkey King. Ja. Und wir haben halt mit Anti-Mage einen guten Carry. Wir haben, finde ich, ein vernünftiges Team. Jetzt nicht ganz so viel Hard Lockdown. Das wäre mir noch ein bisschen lieber, aber ansonsten. Trotzdem haben wir guten Teamkampf. Und ja, Kairina hat eine Weile nicht zugeguckt. Und kennt Dark Willow noch gar nicht. Dark Willow ist super, einer der beiden neuen Helden. Ja, nicht schlecht. Der Spruch von Mira. Nicht schlecht. Respekt. Kann ich jetzt, da gibt es noch ein cooles Set, kann ich gleich mal zeigen. Da hat sie das noch mit den Rosen hier. Das ist schon ganz hübsch. Da hat sie so eine Rosen. Ist das ihre Waffe statt dieses Kranzes? Und dann sehen auch ein paar Spells anders aus. Nosmark, das Problem, was er mit Corvillo hat, dass sie nur Damage in Melee Range hat. Du meinst wahrscheinlich wegen Bedlam, aber ich finde, das stimmt nicht. Man hat auch so guten Damage, man hat auch gut Bramble Mace nicht schlecht. Es hat Stärke auch noch im Teamkampf. Es ist nicht nur so, dass man. Can you give me one more Tango, please? Das wäre ganz ausgezeichnet. Thank you. Also da hat sie natürlich dann extrem viel Damage. Aber ich finde nicht, dass sie nur da Damage hat. Sie hat auch einen ganz guten Right-Click. Und gerade im. Na gut, dann auf Level 25 ist ja noch extra Late Game. Und das Attack-Speed-Talent ist natürlich schon ziemlich geil. Aber gibt auch verschiedene Möglichkeiten zu bauen, obwohl ich sie sehr gerne mit Kaya baue. Obwohl ich jetzt ein bisschen ja, bis, überlege, ob ich davon weggehe. Von Kaya. Weil die anderen Sachen sind ja nicht unbedingt so wie Damage-Spells. Ob ich hier aber zu was anderem gehe, vielleicht nochmal wieder zu einem. Oh, da tok. Aber. Come on, Jax. We have work to do. Kann der Clockwork sich andere Rune holen? Nein! Kam nicht mehr rechtzeitig. Den Troll fast gekillt. Zwei Bramble Mazes gelandet. Blinkdagger wurde gerade erzählt. Ja, Blinkdagger wird relativ häufig gebaut. Ja, die Mobility, ich kann schon verstehen, wo der Gedanke sozusagen herkommt. Ja, gegen Monkey King in der Mitte. Jetzt mal nicht den dritten Stack kassieren, das wäre eher unpraktisch. Ich probiere noch ein bisschen hinterher probieren mit ihr. Nicht, dass ich eindeutig den richtigen Bild habe, mit dem ich ganz hundertprozentig zufrieden bin. Na, nice.
habe ich ein paar Lars jetzt bekommen. Hier, mir hätte auch gute Nein können. So, mit Kai ich ein bisschen rumexperimentiert, bin damit eigentlich auch ganz zufrieden, weil sie ziemlich viele Spells hat. Und wenn man die halt spammt, ist auch recht Mana-intensiv ist. Nice, gerade abgelaufen. He's quite low. Schade. Bisschen hinterherbelegt. Erst ob ich mir jetzt irgendwas anderes noch baue. Ich habe ganz am Anfang ja angefangen mit Maelstrom. No one can stop us. 320 kostet eine volle Combo. An Spells. So, wir ihm nicht den vierten Stack geben. Hä? Warum habe ich denn gerade mein Dings benutzt? Go pull and stack. Pacerino. So, Boots mitbringen. Schau mal oben vorbei. Invis-Rune. Naja, ein Clockwork zu hooken ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was einem passieren kann. Ich brauche jetzt dringend meine Boots, Mädchen. Oh, ein bisschen hochheilen wieder. Rennt der Patsch in der Mitte rum. Na, habe ich vielleicht genug Zeit gekauft? Schade. Nicht ganz. Don't be scared, bitch. Turn around. Also mit die Chicken offen. Sehr schön. Can you let me cure the items at least? Reus. Okay, so wir seine Items reinpacken. Got no mana. Ich nicht gesehen, ob oben die Rune gespawnt ist zum Beispiel. Oder hier unten. Ah, unten, okay. I'll save you for later. Double damage. Thanks for the cash. So, pushen wir die mit mal ein bisschen.
Der Monkey kommt nach oben. Aber ich pushe mal den Tower mit Double Damage hier. Garantierter Schaden. Kommt der Witch Doctor für eine kleine Spende vorbei. Mich kurz erschrocken aus dem Augenwinkel. War es noch ein Ranged Creep? Sauber. Wie der Patch immer in den Clockwork reinläuft, das ist ein ziemlich schlechtes Matchup für ihn. Wir versuchen sollen die Creeps zu laufen. Why did you use the... Oh, weil er die Cox dann benutzt, er war gestunt und hat es nur schwerer gemacht, dann an ihn ranzukommen. Jetzt nur ruhig mal den Schrein. 8-Minuten-Runde einsacken. Oben ist sie nicht. Halber P nur noch der Void. Die Kombo zieht schon mal schon ganz gut was weg. Ist die Rune noch unten? Nope. Muss aufpassen, der Patch gammelt hier rum. Ich werde in diesem Spiel mal den Stun leveln. Mal von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ist immer noch Gefühl, ob ich Bramble Maze oder eher den Stun level. Clockwork, I heard. Der Patch ist wieder da. Verpiss yourself, Herr Patch. Kill Monkey mit. Go butter. Okay, mag ich gerade nicht. Fuck. Okay, unten. Denied. Tis mine. Rune ist unten. Hole ich mir die mal eben. Eine Invis-Rune. Excellent. Somebody wanna join me mit for a kill? Oh, nice. Ja, den gerade nutzt. Hä? Das, haben die es unterbrochen oder was? Die Säcke haben das noch unterbrochen, mein Ulti. Müssen aufpassen jetzt. Autsch. Kam ein bisschen näher ran. Fuck it. Nö. Nö. Er hat sogar ein TP-Welt gehabt. Hat ein bisschen drüber gesprochen, was ich in der Mitte vorhab. Eine einzige Verstärkung, die nicht wieder Witch Doctor dazugekommen ist, hätte gereicht.
um den Kill zu machen. Glimps! Let's take the mid tower. Coming mid with Krona, guys. Not live too much. Oh, Monkey King. Von fast kaputt. Schön davon abhalten, hier rüber zu kommen. Ein bisschen Verstärkung gebraucht. Maelstrom fertig. Ich laufe jetzt nicht in die Monkey rein. Gerade keinen Bock drauf. Bräuchte ein bisschen mehr Vision. Ich glaube, wir haben gar keinen einzigen Observer Ward auf der Map. Damage. Troll hinter mir, vielen Dank. I'm on my way top. Autsch, noch rüber gebounced. Das fing eigentlich gar nicht so schlecht an, mit dem Terrorize, den Stun auf dem Void, den mein Bedlam anmachen sollen, aber ich hätte keinen Terrorize machen können. Jux. Rosmarinkartoffel meint, ich kann die Rune auch einsammeln, wenn die Bottle of Cooldown ist, okay. Da war ich tatsächlich nicht ganz sicher, deswegen habe ich da gewartet. Das ging ziemlich schief. Das ist mal das Beste. Irgendeinen Vollscheiß machen. Halt, er hat ja was probiert, aber es ging halt total schief. Und dann hat er es vorbei. Das ist vorbei. Wer so einen Scheiß macht wie ich, das ist vorbei. Such comments are a little bit suspicious. We just tried something really stupid solo. Died. Solo and then complain.
gleich noch ein Bash hinterher. Das hat er beide erwischt. So, jetzt sollten wir vielleicht zumindest mit diesen Einzelaktionen aufhören. Oben ist halt ein bisschen blöd. In der Chronos 4. Na gut, das ist halt eine Chronos 4. Aber sollte nicht so einen Quatsch probieren wie eben da in der Mitte. If no Chrono. I can TP top. But okay. Seems like we're not fighting there. Yeah, Clockwork just TP'd somewhere else. So Disruptor, you're alone there. Up. Nein, das ist nicht noch entkommen, oder? Na? Guys, hello! Why do you... Run, like all the way back, stay near. Nein, ich will schon ganz zurück zur Base. Na, da hat er noch einen Moment gezögert. Da hat er wahrscheinlich gedacht, er wäre schon tot. Let's go for him, go, 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 go. Man hat sich Clockwork nicht getraut. Obwohl, jetzt mal. Jetzt, na, er war noch eine Sekunde auf Cooldown anscheinend. Der Ulti. Was war ein Dieback vom. Oder? Der ist ja auch zurückgekauft. Irgendwann ist er ja auch zurückgekauft. Gerade geguckt, ob der Patch hier hochkommt. I could do this all day. We can go on them. I have everything ready. We have enough burst damage. Go on Monkey. We need kill Monkey you could, if you want to win the fight. If you ulted on Monkey here, we would have killed him. I have stun, I have fear, we have burst. Next time go on him, Clockwork. Jetzt vermeiden wir es gerade. Das ist eine gute Gelegenheit gewesen, ihn zu killen. Schade, schade.
Troll und Patsch in der Mitte. They're trying to kill me. Hey, little fella, hunt! Monkey is oben. Almost top. Regeneration! They're rushing for sure. Ups. Ist immer das Beste, wenn man nur so Bewegungsbefehle klickt und dann auf den Schrein klickt. Immer wieder ein schönes Gefühl. Doktor da. Glaube ich gerade. Der gerade gewordet. Shadowblade und Doctor as well. Eher unpraktisch. Ja, Clockwork Hookshot haben wir leider nicht mehr. Can you help me? I'm on my way, but need like 5 seconds to get there. I'm dead. I think I'm dead for sure. Yeah, thank you for the best pause ever. That's not because of the pause. He just realized which is the real one now. I think he would have anyway. Try to ult him. Yeah, I'm stunned, dude. Yeah, I know. Just saying. Once again, digital force. Zero mana. He has zero mana. Get him. Let him escape for that sake. He has zero mana. Wenigstens den Counterkill bekommen. Für die Movement Speed. Congratulations, your middle tower is being dire have fortified their tower. Somebody want to join me on touch bottom? I can. Oh, and okay. Your middle tower is under attack. Play with disruptor. Go. Okay, das hat Disconnect. Okay, ist eine Menge Geld. So kurz den Kurier mit vorbeibringen. Dann gehe ich jetzt nächstes auf den Hex.
You can fight top. Got my ult again. Monkey is up, guys. I go for Hex next. Game! Ja, die Mädchen scheinen nicht zufrieden. I'm gonna quit this fucking game so bad. Ja, ja, bla bla bla. Fucking hate this game, I swear to god, I hate this fucking game. Hurry up, fucking monkey kills me every time I go. He just chased me everywhere I go. Yeah, try to keep an eye out, so play defensively for a while if you don't see him. Fucking hate this game. To base. Can I go straight forward? I cannot. Look at this bitch. Never mind. Go back. Set, go back. So, jetzt wenigstens mal den Ultimate Orb einsacken. I'm gonna rush now. Yeah, try. Depending on how fast they are, I can TP in and terrorize. Not now, but soon. Alright. Monkey BKB. Tis mine. Ich meine, er hat gerade hier sein Shadow Blade benutzt. We kill this boy with ulti, disruptor ulti. We can kill top probably, I don't know who else is there. Disruptor ist jedenfalls nicht da. Be careful, please. Monkey and Pudge is there. Wait, this bottom. Actually, we can fight up. Yeah, we should be able to fight top without Void. But we need all of you. He has no BKB. I can stun him. Where were we? Radiant was pushing, or was it? Okay, never mind. Everyone just go bottom. Jetzt hat der Farm extrem nachgelassen bei ihm. Ja, der weiß nicht genau, wann er es zuerst hatte oder wann es hat, zu welchem Zeitpunkt er es gekauft hat. Als ich bei Minute 16 geguckt habe, hatte er auf jeden Fall halt schon Treads und Battle Fury. Klar, es ist jetzt alles billiger und so, aber es war trotzdem okayisch. Und seitdem ist nur das Mentor-Style dazu gekommen. Wir sind bei Minute 29. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Noch bitterer ist, wenn der Disruptor zwischendurch disconnects hat, hoffentlich kommt er wieder, weil wir brauchen schon alle 5. Ja, Pango wurde gebufft, aber dass ein Offlaner mal so richtig gut dann abgeht, wie auch so Kombos macht, man ist schon irgendwie immer dann, macht schon so irgendwie was, aber wie dass du denkst, so wow, wie ein Tide oder Magnus oder so, so. Dass mal so richtig was rausgerissen wird, das mit Pango eher selten. Tusk, tusk, tusk.
Good job. Erste BKB-Usage, gut überstanden. Let's take the top towers. Yeah, I'm coming for the shrine. Also jetzt will ja doch keiner, dann halt nicht. Ey, wie mein Ulti wieder abgebrochen wurde. Traum der Stun. Wow. Good fucking job. Good fucking job. Let's go high ground, boys. Yeah, go for Rosh, go fast for it. Didn't realize. What you done to his ulti, man? Back, go back, we done double damage. Go back, go back. Das stimmt leider. Ein bisschen die Quickwave rauspushen. Hey, little fella, you're coming with me. Illusion. Na, wo die eine schicken wir mal hier hin. Kann ich damit ein bisschen Roshan scouten? Just take your order, boy. Zumindest nicht bei Roshan rein. Versucht mit der Illusion noch ein bisschen sie abzulenken. So, jetzt habe ich wenigstens mein Hex fertig. Chill out, boys, chill out. You're good. I got my Hex now. We wasted BKB, so we're good. I can hex him top. Go, 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 I'm ready. Retreat to shadows. You're on the borders. They're terror objects. Into my time. Okay, sehr gut. In Teamkämpfen, die gut laufen, ist der Stun nochmal extra gut, weil dann müssen sie sich zurückziehen und einen erwischt. Du hast so ein bisschen wie. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann die Mitte TV'en. Let's push top. I got Hex. Jetzt haben wir die Shows ab. Und wenn halt jemand BKB hat, muss ich halt danach das Terrorize damit am besten kombinieren. Yeah, we can go. Three dead. No Chrono. After this, check shrine.
enemy's top barracks destroyed. Cannot enter mid anyway. Just go for shrine shop, shrine shop. The enemy's top barracks has fallen. Ob jemand hier hin tippiert? Schenkt hier rum. They're coming for you mid. Aber als nächstes baue ich einen Shiva's Guard. Das könnte mir noch ganz gut gefallen. Schauen wir mal. Fände ich nicht so verkehrt hier. Okay, das war mal ungefähr super kerlisch. Why don't you wait for me? It's like 2 times in a row, man. I thought you was coming, guys, but I miscalculated. Na, wo sind sie? Man. Oh fuck. Ja. Ein bisschen früher entscheiden müssen. Fuck. Da habe ich den Troll viel zu spät gesehen, weil ich dann unten auf dem Minimap auf den Monkey geachtet habe und in der Mitte auf den Witch Doctor geschaut. Da steht plötzlich der Troll neben mir. Ja, gegen Physical Damage Shivas gefällt mir schon am besten. Ja, naja, bisschen hin und her belegt. Es war eh schon ganz gefährlich. Ich hab gesagt, es wird gefährlich, dann sind alle woanders, so nah an ihrem Tier 2. Das kann schief gehen und es ist natürlich schief gegangen. Wenn jemand halt BKBs hat oder andere Möglichkeiten zu escapen, auch Glimmer Cape, muss man die Sachen halt ganz gut richtig chainen und von den Zeiten her wissen. Terror ist laut 4 Sekunden, der Delay von Cursed Crown ist 4 Sekunden. Boys. Na komm. Schön verhindern, dass er halt Time Walk machen kann. Nein, nein, nein.
stun. Okay, sehr schön. Buyback. Holen wir doch jetzt mal hier Gebäude. Ist ja auch nicht so unwichtig. Da habe ich mich eben einmal verklickt und nicht den Void nicht früh genug gehext. Das hätte schief gehen können an der Stelle. Brauchen den Tier 2 noch, damit wir es beenden können. Achso, so geht's natürlich auch. Dass es immer unterbrochen wird. Die alte Kackscheiße. Dauert halt ein bisschen zu lange, das Terrorize leider. Kann ich mal ein bisschen buffen. Die Willow. Ich kann schon verstehen, warum man ganz gerne Blinkdeck auf ihn baut, auf ihr baut. Das ist auf jeden Fall auch ein super Item. Das Double Damage eben aufsammeln. So gefährlich gegen Monkey King und Void, weil es kann in Sekundenbruchteilen umschlagen, dass sie dich halt stunnen und dann kommst du nicht aus dem Troll nicht aus dem Stunlock raus. Oder eine Combo einfach von Monkey King und dann ist man weg. Der Animage war von Anfang an ziemlich angespannt. Scheiß Spiel, kein Bock mehr auf den Dreck. Aber insgesamt haben wir es ja noch ganz gut hingekriegt dann. Ja, der Monkey King hatte dann eine ganz schöne Killing Spree, die zwischendurch ganz schön abgeräumt. Es tat uns weh und dann so ein bisschen der Zusammenhalt gefehlt. Aber insgesamt haben wir es ja ganz gut hingekriegt. Der Clockwork hat von Anfang an gut gespielt. Das hat sich echt ausgezahlt. Ein paar gute Ganks hatten sie, das muss man sagen. Das war halt manchmal, da haben sie schon mit dem Patch und so, haben sie ein paar gute Ganks gemacht, die ärgerlich waren. Ich glaube, gerade noch irgendwas auffällig ist sonst. Ja, aber hat dann danach nachgelassen. Hat einen richtig guten Start, auch irgendwie was, 13-2 oder so, hat er so eine Killing Spree hingelegt. Und dann ist zum Glück, hat er dann ganz schön nachgelassen. Void, Troll. Ja.
Na gut. Das Spiel mussten wir uns hart erkämpfen.